Bewegung bleiben. Ich hab dich. Nicht alle. Solltest du uns nicht wehtun? Das machst du toll. Nur noch ein kleines Stück. Ach Mist, wir dürfen ja nicht auffallen. Er hat recht, das ist zu riskant. Nein, 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 nein. Ihr seht mich alle nicht. Oh je, Leute, ich bin gerade ein bisschen angespannt, deswegen auch so still. Wir haben es fast geschafft. Dadurch schaffen wir es nicht. Wo lang denn? Ich hab dich, Anna. Wir fallen alle nicht auf. Ich bringe uns hier raus. Raus hier. Ich will nach Hause. Da geht's einfach nicht lang, Leute. Du wirst es schaffen. Ich bin hier. Alles gut. Wo lang? Es wird alles gut. Können wir ihn töten? Nee, ne? Nicht vor der Anna. Keine Sorge. Hilfe, Kaspar. Wir können irgendwie nur hier hin. Das machst du toll. Nur noch ein kleines Stück. Was ist hier uns nicht wehtun? Ich bin hier. Alles gut. Hallo, ich brauche Hilfe. Oh. Ah. Hoppla. Komm, wir sind jetzt gleich hier durch, wir haben es gleich. Ich verschwinde doch schon, Mann. Danke. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Sie kommen nicht zurück. Ab hier kommen Sie alleine klar. Gehen wir. Wir eskortieren Sie, das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sussman, wir sichern diese Straße und bringen Sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass Sie alleine sicherer wären. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durch wollen. Das ist nicht Kasserin. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit Ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Oh Mann! Ich habe keine Panzerfaust mehr. Ich kann die nicht halten! Mann! Okay. Was ein Spasti. Zündet einfach meine Dudes an. Kann er jetzt mal tot gehen? Oh. Oh, ey, pass auf, du machst jetzt Hallo, du. Oh, naja.
Ich hab ihn vorgewarnt. Geht's allen gut? Alle vollzählig! Daniels, warten Sie auf einer von denen, das den fahren kann. Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich. Ich kann fahren. Dann los. Achtung! Sie haben den Truck beschossen! Oh, shit. Bitte, Erika, fang auf! Sie ist tot. Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle mal zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun. Ach du Scheiße. Wir haben Aachen gesichert. Einen westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab. Ach du Scheiße. Oh, das tut so weh, sich das anzusehen. Ach. Naja. Wie das damals wohl gewesen ist. Ach du Kacke, Leute, ich schau grad raus. Und ich nehm grad auf, wo es im Winter ist und es schneit so krass draußen. Ach du Kacke. Jetzt kommt die Todesfabrik. Dann machen wir die mal. Wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Okay, dann geht's los. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in 5. Er bekommt ein Kind. Er bewacht
Klar, kann ich ihm was zu essen bringen. Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Sie haben tausende von ihnen platziert. Oh Mann, aber wir sind mal in meinem Lager, wo nicht gekämpft wird. Guten Morgen, Soldat. Guten Morgen. Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an? Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Oh Mann, aber hier ist das gerade so schön friedlich. Noch mal ein bisschen kurz genießen. Oh, alles so mit Blut übersät. Davis haben wir hier. Wenn ich nur hören würde, was sie sagen, ne? Oder machen die nur Mimik und Gestik? Naja, dann gehen wir mal jetzt zu unserem Friend. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus. Welche Art von Widerstand erwartet uns? Die schwere Art. Heute wechselt schon den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Da ist er! Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Passt auf eure Herrschaft! Ihr seid in der Todesfabrik! So Leute, okay, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen reden. Macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter... Ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du sagst. Leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Naja. Alle Mann zu mir! Wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Cooper, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Ich bleib an den MGs. Mir gefällt das hier besser. Minen platzieren. Oh, ich muss eine Mine platzieren. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier ansehe, wird das nicht leicht. Wir sind doch nicht für die leichten Aufgaben hier, Private. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ah, ich muss mir die erstmal holen. Okay, okay, okay. Krauts, komm durch den Nebel! Angriff! Feuer! Deutsche Infanterie! Nachtungsleitung! Deutsche Truppen! Die rücken von Süd vor! Deutsche! Ich will auch ein MG! So! Ah, das mache ich lieber, das ist einfacher. Okay. Wir halten das hier schon. Au. Ich sehe nichts. Sie kommen! Rückzugsposition! Westliches Brückenende! Rückzug! Halte durch, Kumpel! Feindliche Granate!
Halte durch, Kumpel! Okay. Jetzt ist es schon so weit durchgekommen, das ist nicht so gut. Ah. Stell dich nicht hier hin, das ist unsers. Panzer? Direkt voraus. Nee, das sind Minen. Aua, das hat ein bisschen weh getan. Such nach Panzerabwehrausrüstung! Nee! Gut gemacht, Daniels! Es ist so gut wie erledigt! Der Panzer ist zerstört! Okay, den haben wir. Perfekt. Was soll ich tun? Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Daniels, ich hab Rauch und Granaten, wenn du... Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Oh, das sieht so schön aus mit der Grafik, aber leider kann man das nicht so viel genießen hier. Unten bleiben. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Das ist aber jetzt ein bisschen Secret. Ich hätte gern auch so eine Waffe wie du. Okay, du hast auch nicht. Soll ich jetzt hier rüber oder was? Ey Boys, was soll ich jetzt tun? Okay, den hätten wir. Was hat der für eine Waffe? Okay, dieselbe, die ich habe. Was macht ihr denn jetzt? Ey, das ist doch... Du hast mich nicht gesehen. Hol dir voraus. Okay, zwei weniger auf jeden Fall. Of war.